Dass der deutsche Meister zur Fußball-EM nach Russland fahren darf, das ist schon seit dem letzten 3:1 gegen Nordirland klar. Am Sonntag hat der amtierende Weltmeister und Tabellenführer mit Vorsprung auf 30 Punkten die Qualifikationsphase mit dem DFB-Rekord 10 Siege in 10 Spielen abgeschlossen. Trotz der schwachen ersten Hälfte hat die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag den spanischen Weltrekord und eigenen DFB-Verbandsrekord in der WM-Qualifikation geknackt. Ganz anders als in der ersten Hälfte geht die zweite spannender weiter. Denn das abschließende 5:1 in der Minute 81 im Heimspiel gegen Aserbaidschan durch Emre Can ist ein echter Triumph und riss die rund 34.600 Zuschauern von den Sitzen. Somit hat sich der amtierende Weltmeister auch für die Weltmeisterschaft 2018 mit einem sensationellen Ergebnis qualifiziert.